Auch im Bunker kann ich meinen Ball für unspielbar erklären. Es gibt allerdings da ein paar Punkte, auf die wir achten müssen. Als erstes, wenn ich meinen Ball für unspielbar erkläre, habe ich drei Optionen, wo ich jeweils einen Strafschlag für bekomme. Die erste Möglichkeit ist, ich gehe zurück zum letztgespielten Punkt und spiele von dort nochmal mit einem Strafschlag. Die zweite Möglichkeit ist, ich bilde von der Fahne und meinem Ball eine Linie und auf dieser Linie kann ich nach hinten zurückgehen, muss aber im Bunker bleiben und bekomme auch wieder diesen einen Strafschlag. Die dritte Möglichkeit ist, ich habe zwei Schlägerlängen seitlich, nicht näher zur Fahne und muss auch wieder im Bunker bleiben. Das wäre jetzt, sag ich mal, 1, 2 und jetzt mal ganz grob gezeigt, ergibt das einen Halbkreis innerhalb, wo ich dann droppen muss. Auch wieder ein Strafschlag. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, mit der ich aus dem Bunker herauskomme. Ich bilde wieder eine Linie von der Fahne zu meinem Ball und gehe auf dieser Linie so weit nach hinten, wie ich möchte, sprich außerhalb des Bunkers, und kann dann dort, wenn ich einen Punkt gefunden habe, innerhalb einer Schlägerlänge nicht näher zur Fahne den Ball droppen. Einziger Haken, ich bekomme dafür 2 Strafschläge. Aber mit dieser Methode kann ich zumindest vermeiden, dass ich nicht aus dem Bunker spielen muss und nicht den Distanzverlust habe. Ich hoffe, Sie müssen nicht allzu oft den Ball für unspielbar erklären und wünsche Ihnen viel Spaß.